und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Steffi von Stempelwiese und ich möchte heute das erste Projekt basteln mit euch zusammen mit meinem Stempelset. Das jetzt ist mein Stempelset Kunst mit Herz und ich liebe es. Also als sie mir das geschickt hatten Anfang des Jahres, ich war sofort verliebt. Das ist ja nochmal was anderes, wenn man das auf dem Papier sieht und dann jetzt so live und als Gummistempel, also auch so hochwertiger Stempel. Also ich freue mich riesig und ich freue mich auch jetzt endlich damit basteln zu können und auch endlich euch meine Ideen zu zeigen, weil man hat ja so, man hat eine Idee im Kopf, dann entsteht der Stempel dazu, also so ist es bei mir. Und ja, und jetzt kann ich endlich meine ganzen Ideen zu Papier bringen. So schön, wie es heißt. Ich wollte auch noch was zeigen. Und zwar meine Nagelfee hatte passend meine Nägel designt, gestempelt. Passend zum Herz. Klasse. Also, einwandfrei. So. Ich hoffe, dass das heute mit meinem Ton klappt. Dass das hier das letzte Video, wo ich das Set vorstelle, hatte ich leider vergessen, das Mikro einzustecken. Und deswegen hört man so ein blödes Knarren. Und davor war auch immer so ein blödes Hintergrundgeräusch. Jetzt habe ich mal ein neues Mikro oder ein neues altes Mikro, was ich mal wieder probieren möchte, ob das jetzt besser ist. Genau. Ja, dann fangen wir mal an. Wir machen eine Glückwunschkarte. Dafür brauchen wir das Herz und den Glückwunschstempel. Und das kleine Herz nehmen wir auch noch. So ein kleines Herzchen. So, wir brauchen... ich habe hier schon die Papiere vorbereitet. Maße blende ich wieder ein. Also ich habe hier einmal die Grundkarte in Schiefergrau. Dann habe ich ein größeres Stück Flüsterweiß und ein kleineres Stück. Und wir machen das Ganze im Querformat. Ich bereite jetzt erstmal das Hintergrund vor. Und zwar... ich nehme hier meinen Color-Spritzer. Gibt es leider nicht mehr bei Stampin' Up, aber ich verlinke den wie immer unten in der Infobox unter dem Video, wo man noch Produkte bestellen kann, die es jetzt nicht mehr bei Stampin' Up gibt oder noch nie gab. Könnt ihr es euch dann nachkaufen. Also ich spanne jetzt hier einen schiefergrauen Stift ein und blase mir so Pünktchen in den Hintergrund. Genau. Einfach, dass das nicht so eine große, weiße, glatte, cleane Seite ist. Mache ich das schon nicht bereit. Erstmal die Vierecke vor, ist vielleicht besser. Und zwar nehme ich hier ein Restpapier in Flüsterweiß, den Stempel auf den Block, dann nehme ich mir hier Schiefergrau und stemple mir das Motiv, das Herz hier einfach einmal so irgendwie in den Hintergrund. So. Dann schneide ich mir das aus, ganz grob. Also ist bestimmt in eurem Sinne oder für viele im Sinne. Dann nehmen wir unser Schneidbrett, denn ich möchte mir einen Hintergrund rausschneiden, weil ich möchte jetzt keine Herzform haben, sondern Quadrate, die ich in den Hintergrund klebe. Ich hatte mir überlegt, dass ich einfach so hier versuche, so unten, also ich möchte jetzt hier ein Stück, ein Quadrat raus haben mit diesem Hintergrund. Und habe mir einfach überlegt, hier mal gerade wegzuschneiden, mal so frei Schnauze. Dann lege ich mir das hier oben an und lege das so an, dass ich hier möglichst die längste Fläche rausbekomme. Schneide das wieder ab. So, und ich hatte, weil ich es ja jetzt nicht zum ersten Mal mache, habe ich mir jetzt ausgerechnet,
wie ich es jetzt anlegen muss, dass ich möglichst ein richtiges Quadrat rausbekomme, also ein gleichschenkliges, winkliges, wie sagt man das? Weiß gar nicht. Und ich meine, dass die Quadrate alle bei mir so 3,7 cm rauskommen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier auch. Ja, so halb. Und jetzt lege ich es hier wieder bei 3,7 an. Und habe dann jetzt so ein Quadrat. Also wenn man das dann so mischt, so, sieht man nicht, dass das mal ein Herz war, oder? Also, wer will, kann ja jetzt noch hier so, zack, einfach eine Linie rein malen. So, und das habe ich jetzt hier schon vorbereitet und kann man halt auch wunderbar so verwenden. Genau. So. Und jetzt, wir machen das jetzt mal so. Ich lege das jetzt mal einfach nur auf, wie ich es dann gerne hätte, so ungefähr. Jetzt nehmen wir hier Wassermelone und das kleine Herz. Und jetzt will ich da das Wassermelone in den Hintergrund gestempelt haben. Und damit jetzt meine Unterlage nicht dreckig wird. Einfach Papier, brauchen wir ja eh gleich. Und jetzt stemple ich mir hier das Herz in den Hintergrund. Und versuche jetzt möglichst so zu stempeln, dass die Herzen so halbwegs zu sehen sind, wenn ich dann die Quadrate da drauf klebe. Und mache mir halt so einen Hintergrund. Und ich finde das mit dem Pink, das ist so, so ein Eyecatcher, finde ich. Lass mal jetzt so. Jetzt können wir den Hintergrund schon mal hier aufkleben. Dann machen wir hier Abstandpads drauf. So, und dann kommt das auf die Karte selber. Und auf die Quadrate mache ich jetzt auch Abstandpads. Und dann fange ich natürlich mit der Mitte an, dann kann ich das besser dran ausrichten. So, und dann versuche ich hier den Abstand mittig, also von hier und rechts zu halten. Und genauso mit der anderen Seite. Und hoffe, ich bin halbwegs gerade in Linie. Cool, oder? So. Dann machen wir mit dem Text gleich mal weiter, wenn wir dann schon das Papier hier liegen haben. Und zwar, normalerweise ist es ja schon von Haus aus schön, wenn man schwarz auf weiß stempelt, das ausschneidet. Aber da wir hier schon sehr viel weiß haben, muss der Rahmen um den Text schwarz sein oder dunkel sein. Und der Text selber dann natürlich weiß, passt dann natürlich besser. Das heißt, wir werden jetzt hier den Text embossen.
Und da streuen wir jetzt das Pulver drauf. So, und da ist der Text dann in Pulverform drauf. Oh, hier habe ich gewackelt. Das ist nicht schön, das machen wir nochmal. Ich lasse den Fehler jetzt auch extra drin, weil ich weiß, dass es vielen gut tut, auch mal die Fehler bei anderen zu sehen oder mal Fehler bei anderen zu sehen. Und weil auch bei mir läuft nicht alles perfekt, um Gottes Willen. Also zeige ich ja nicht immer alles. Ich schaue halt, dass es auch möglichst immer gut läuft und glatt läuft, weil jeder Fehler bedeutet natürlich auch mehr Zeit. Und ich will ja mal vermeiden, dass das immer zu lange dauert. Jetzt ist es perfekt. Das erhitze ich jetzt so schnell. Das Pulver kommt zurück ins Döschen. So, und jetzt kommt wieder ein bisschen Handarbeit. Das ist eben das, was mir halt auch so gut gefällt, dass man das ein bisschen mit der Hand ausschneiden kann. Wer das halt nicht mag, versucht es halt da jetzt so eine Art Balken rauszuschneiden, so eine Art Banner, das geht genauso. Also, wenn ihr euch da mit dem Ausschneiden immer nicht so sicher seid, natürlich ist es immer schöner, vor allen Dingen ist das halt auch immer eine Übungssache. Je mehr ihr mit der Hand ausschneidet, umso sicherer werdet ihr auch und umso schneller kommt ihr auch zu einem Ergebnis, was euch natürlich auch gefällt. Ne? Also wenn das Ausgeschnittene dann gut ausschaut, also für euch gut ausschaut, habt ihr halt auch dann so Erfolgserlebnis und macht natürlich mehr Spaß, logisch. Deswegen, also meidet es nicht unbedingt, probiert es halt aus. Embosst es ja nochmal schnell neu, wenn es dann gar nicht geht. So empfehle ich das immer meinen Kunden auch. Und es darf ja auch noch ein bisschen nach Handarbeit ausschauen, finde ich. Stanze wäre immer schön, aber kann halt nicht alles haben. Dann hätten wir schon mal das. Und das Schöne ist, man kann die Wörter auch gut voneinander trennen und einzeln benutzen oder für andere Stempel mit anderen Stempeln zusammen benutzen. Die sind halt dann nicht so ineinander verschlungen. Das finde ich persönlich dann auch noch gut. So, und die machen wir jetzt mit Glue-Dots. Man kann nur Flüssigkleber nehmen, aber so, das kommt dann hier so hin. Das heißt, beim Ü und beim S. So.
Das können wir da hier drüber. Man kann das noch ein bisschen schräg an. Jetzt kommen noch die Glitzersteine. So, dann nehmen wir die mittleren oder die kleinen? Ich nehme die kleinen. Nee, ich nehme den angefangenen Bogen, weil je schneller der leer wird. Und zwar hier die Bordüre. Schneide ich mir immer die Steine einzeln ab. Also wer noch so eine alten Glitzersteinbögen hat, ne? Die Bordüre könnt ihr ja genauso verwenden. Ihr müsst sie ja nicht als Bordüre verwenden. Einfach einschneiden und dann könnt ihr die Steine auch einzeln rausnehmen. So. Und dann euer Projekt verschönern. Ne, 2, 4, 5. Genau, 5 Glitzersteine. Und fertig ist mein Projekt mit meinem Stempelset. Schön, oder? Also, ich finde mal in eine ganz andere Richtung, was ja manchmal so das Set vorgibt. Ich wollte halt auch mal was anderes, was jetzt eben ja mal ein bisschen anders in eine andere Richtung geht. Eben mit dem Hintergrund und so. Und ich finde, auch schön. Und wenn man die Herzen jetzt nicht gerade pink macht, kann man es vielleicht dann auch für Männer verwenden. Genau, ihr könnt mir eure Meinung mitteilen in den Kommentaren, da würde ich mich freuen. Ansonsten, wenn ihr es nachmacht, also wenn ihr dann später das Set kaufen könnt und diese Karte dann nachbastelt oder mit euren jetzt vorhandenen Stempeln nachbastelt, dann könnt ihr gerne den Hashtag Stempelwiese verwenden. Und ich kann dann halt über diesen Hashtag auch eure Projekte finden und gegebenenfalls liken, kommentieren, was auch immer. Würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!